Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, bei einem weiteren Teil von Ark Survive Evolved. So, und wir werden jetzt mal schön das Dach da oben drauf zimmern. So, das Dach kommt drauf, das kommt raus, du fliegst auch raus, damit wir jetzt nicht wirklich da später Probleme bekommen. Wir werden die 7 auswählen und das Dach da oben drauf machen. Zack. Ich glaube schon, wir haben eigentlich genug Dächer, wenn ich das hier so richtig sehe. Ja, haben wir sogar. Wir haben sogar 2 noch übrig. So, und damit sollte das erste Mal unsere Behausung fertig sein. Jetzt sind wir erstmal etwas geschützt. Natürlich können die Spucker hier durchrotzen und so. Das ist uns alles bewusst und klar. Aber ich habe noch Punkte und ich schaue mal, wo ich die rein investiere. Ich möchte ja gerne das Bett haben. Allerdings ist eine Lagerkiste jetzt auch nicht schlecht. Und eine Flitsche wäre auch gut. Also wir können jetzt alles gebrauchen sozusagen. Es ist ein harter Kampf. Und aber auch hier unser Narcotics, ne? So, und ich möchte gerne einen Zaun haben. Und hier diese Wall, die brauchen wir auf jeden Fall später. Diese Spike Wall. Aber wir werden jetzt erstmal anfangen, einen Zaun zu ziehen. Aber wir haben keinen Eingang. Wann bekommen wir denn das erste Tor? Ich bin mir gar nicht sicher. Das erste Tor bekommen wir mit irgendwelchem Level. Da, mit Level 15. Ah, da müssen wir noch ein paar Dingens aufsteigen. So, hat er sich jetzt befreit oder was? Level 42er Trike, um Gottes Willen. Wir können uns auch mal überlegen, wo wir die nächsten Punkte reinsetzen, meine Freunde. Und zwar würde ich fast behaupten, wir setzen es noch immer in Damage rein, denn wir haben ja das Problem, und das droppen wir mal. Die brauchen wir nämlich gar nicht, die scheiß den Dinger. Das droppen wir mal. Erstmal alles raus, was wir jetzt nicht gebrauchen können, damit wir Gewicht sparen. Setch haben wir eigentlich noch genug. Ich schaue mal, wie viel Setch-Wände wir uns eigentlich erstellen könnten, rein theoretisch. Gar keine, ne, Wood. Fiber hätten wir auch genug. Also ich würde gerne noch eine Wand hier rumziehen. Und das werden wir jetzt auch noch tun, meine Freunde. Zumindest, dass wir jetzt mal für den Anfang... Wo ist denn jetzt unsere Tür hier? Ort, bin ich blind? Ah, da ist sie. What? Ich wollte gerade schon sagen. So. Deswegen, wir brauchen Holz, ne? Ja. Holz, Holz, Holz. So, dafür werden wir hinten Holz trimmen gehen. Wie gesagt, ich möchte einen kleinen Garten, nicht nur einen Garten, aber Schutz möchte ich haben. Ich möchte Schutz zuerst haben. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, Dodo, erzähl mir weiter, dass du da bist. Das ist gut für dich, mein Freund. Machen wir erstmal jetzt hier das ganze Holz weg und ihr seht, wie für die... Oh, da kommt der wieder. Level 18 war er, ne? Ja. Meine Freunde, wir könnten es rein theoretisch versuchen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, dass wir das schaffen oder ob wir das schaffen. Boah, was ist jetzt wieder? Wow, diese Scheißbienen. Boah, lauf, mein Freund, lauf. Richtung unserer Behausung. Oh, und ich habe keinen Dings mehr, keinen Saft mehr. Wenn ich jetzt wegen dir Krüppel verrecke, du kleiner Saftsack. Wo? Alter, leck mich doch die Füße. Wegen dieser bepissten Scheißdings da. Oh Gott, Mann. Ja, müssen wir jetzt gucken, dass wir ganz schnell zurückkommen und unsere Sachen bekommen, weil wir hatten jede Menge Setch gesammelt und so weiter und so fort. Ah, da ist doch ärgerlich mit diesen scheiß Drecksviechern da. Und wir sind wieder am Arsch der Welt gespawnt, meine Freunde. Am Arsch der Welt. Deswegen werde ich jetzt laufen, was das Zeug hält. Ich weiß, dass ich da ganz bepisst unten ankomme. Und wir brauchen definitiv Zeug in Ausdauer. Ihr habt gesehen, ich konnte noch nicht mal mehr weglaufen von dieser scheiß Biene da. Oder Ameise, was das da auch immer sein soll.
Das sind einfach nur dreckige Dreckslappen. Wie wir hier wieder verreckt sind an so einer scheiß Ameise. Schnell dahin kommen, noch zumindest bei Tageslicht. Zum Glück weiß ich, wo unser Haus ist. Ich habe schon wieder so einen Spucker gehört. Mann, 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 das ist doch ärgerlich, oder, meine Freunde? Da sind wir lange nicht mehr gestorben, da geht der Zirkus schon wieder los. Entschuldigung. So, und dann müssen wir mal gucken jetzt, dass wir das jetzt hier in Angriff nehmen. Hier sind ja übelst viele Dodos, aber ich habe keine Zeit für die. Also verhungern werden wir nicht, wenn die Viecher nicht so stark wären. Ein ewiges Gesterbe. Wir sollten die Insel umbenennen von Avataria zu Totaria. Energie sparen, Wasser sparen. Oh, und wir haben ein Level Up. Meine Freunde, wir haben ein Level Up. Aber da gucke ich jetzt nicht nach. Ich will schauen, dass ich zu meiner Leiche komme. Aber irgendwie muss ich doch diese bepissten Scheiß-Dinger da kaputt kriegen, oder? Wir hatten so viel Setch, wir hatten so viel Zeug gesammelt und schon wieder tot. Ah, da müssen wir uns echt Hide sammeln für ein Bett. Das werden wir jetzt auch skillen, weil ich mach den Zirkus ja nicht mit, jetzt ewig immer von Nordamerika hier runter zu laufen. Ah, hier ein schöner Pronto. Also Hide wird hier von den Viechern genug am Strand rumlaufen. Und der hatte unsere ganzen Bären und alles. Ne, ich laufe nicht durch, nachher habe ich wieder Fliegen am Arsch. Ich bleib schön hier an Strand näher. Ja, ich weiß. Bevor ich denn jetzt zu meiner Leiche laufe, gehe ich dann noch was trinken. Wir sollten da jetzt gleich an meiner Leiche sein. Oh nein, ein Spookisaurus. Aber der ist blind, der ist schon was älter, der hat uns nicht gesehen, Gott sei Dank. Das ist sehr, sehr schön. Deswegen werden wir jetzt hier schnell abtauchen, trinken, uns voll trinken. Guck, die ganzen Haie und alles warten hier auf uns und wollen uns auffressen. So, hier sollten wir doch jetzt bald irgendwo liegen, meine Freunde. Und dann schauen wir mal. Ich spare mir jetzt auf jeden Fall meine Energie, dass die jetzt wieder auflädt, weil wenn das Vieh jetzt wieder da ist, dass ich da weglaufen kann. Also meine Bude ist hier, da ist der Festhänger. So, und wo sind wir denn jetzt gestorben? Wir sollten doch jetzt hier irgendwo liegen. Nee, hier ist der Festhänger, da ist meine Bude. Und wo sind wir jetzt gestorben, meine Freunde? Ich höre da Drecksvieh schon wieder. Ah, und da kommt der Ding schon wieder. Da muss ich hier rein in meine Bude. Na, geh doch. Wieso krieg... Was? Wieso kommen die hier durch? Was soll das denn? Hallo? Das kann doch nicht sein.
Dass ich jetzt in meiner Bude hier sterbe, oder wie? Ah, die kommen hier doch nicht durch. Gott sei Dank. Aber weißt du was, du? Ich muss hier auf jeden Fall in Damage oder in Tragen. Was mache ich? Oder Movement? Nee. Ich muss Damage machen. Ich muss mehr Damage machen. Das hat alles keinen Zweck. Sterbe ich jetzt oder sterbe ich jetzt nicht? Nee, ich sterbe nicht, ne? Aber die greifen meine Kacke hier an. Die weiß, dass ich hier drin bin. Die Sau. Aber solange die da mein Haus angreift, kann ich nach meiner Leiche suchen gehen. Wo bin ich denn gestorben, Mensch? Ich brauche einen Peilsender oder so. Hier irgendwo muss doch meine Leiche liegen. Das kann doch nicht sein. Muss ich echt nochmal von neuem anfangen wieder jetzt? Dann soll es so sein. Aber wo sind wir denn gestorben? Wir sind da hier irgendwo gestorben, oder nicht? Aber bevor die mir da jetzt hinten meine scheiß Hütte zusammenkloppt, muss ich die ja irgendwie vertreiben da, ne? Aber da kann er nicht sein, dass ich mein... Ah, da ist das Vieh schon wieder. Wo ist die Sau? Ah, da muss ich schon wieder reingehen. Ach, das kann er nicht sein. Leute, Leute. Und da sterbe ich schon wieder. Ja, ich muss das Ding wegkriegen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Und bye bye.